Hallo, ich bin's mal wieder. Ich möchte das nochmal bildlich verdeutlichen, damit die anderen Elektrofolteropfer das auch nicht wieder vergessen, weil sie es mal wieder nicht richtig lesen durften oder vergessen sollten. Da es ja eine Sache ist, die gegen die Lasereinstrahlung hilft, die schützt, ist eine Art Störsender, meiner Meinung sogar ein legaler Störsender. Weil eigentlich sind ja Störsender in Deutschland nicht erlaubt. Aber naja, gut, da weiß ich jetzt nicht, wie das mit der Notwehr läuft, ob man sich da in Notwehr sowas anschaffen kann. Aber wie gesagt, bei unserem Thema ist das Ding, dass es nicht bewiesen ist. Kaum ein Mensch glaubt uns, wenn es nicht wirklich vor Augen sieht. Also was man nicht sieht, daran glaubt man sozusagen auch nicht. Ja, aber schon komisch, was manche Menschen dafür wiederum für eine Fantasie an den Tag legen und Dinge behaupten, die wirklich nie waren oder sein werden. Ach, die Welt ist schon komisch. Naja, auf jeden Fall wollte ich das nochmal mit dem schwingenden Draht aufzeigen. Man sieht ja, meine Wohnräume sind allgemein schon abgeschirmt, was auch großflächig hilft gegen die harten Foltermethoden der Funkterroristen. Ja, ich habe mir jetzt ein Silberdraht gespannt. Das ist gar nicht mal so teuer bei eBay. Das kriegt man schon für ein paar Cent, wenn man mehr Rollen kauft. Also so Schmuckdraht ist das. Und am besten funktioniert das natürlich, wenn ich daneben stehe oder darunter sitze. Und zwar habe ich jetzt mal einen Bindfaden daran gebunden. Und wenn sie mich mal wieder übermäßig stören oder eine Stelle in meinem Körper fixiert haben und traktieren über die Energielaser, wofür ich wiederum auch wieder keinen richtigen Ausdruck habe, dann zupfe ich einfach mal kurz dran und dann fängt das Draht an zu schwingen. Und schon verspüre ich in meinem Bein sofort ein Kribbeln, also einen richtigen Kribbelreiz. Dann versuchen sie den Laser natürlich wieder sofort neu nicht anzuvisieren, sondern anzupassen. Aber es hilft, also für ein paar Sekunden hilft das. Man muss nur, am besten der Draht ist noch ein bisschen straffer, also der ist jetzt schon wieder ein bisschen ausgeleiert. Wenn er richtig straff ist und so leicht schwingen tut, gibt er auch einen leichten Ton dabei ab. Leicht, leicht, leicht. Gibt er auch einen Ton dabei ab, also dieses. Entweder stört das Draht durch die Schwingung an sich entgegengesetzt der Einstrahlung der Laserstrahlen, was eigentlich am einfachsten zu denken ist, oder dadurch, weil dieser Draht zusätzlich, gut, der ist jetzt auch geerdet, Frequenzen mit abgibt durch die Schwingung, weil Antennen funktionieren ja im Allgemeinen auch nicht anders. Werden die Frequenzen der Laser, also der Energielasereinstrahlung, auch was verwischt, soll ich sagen? Verwischt? Nee, was habe ich vorher gesagt? Ah, ist auch egal. Naja, jeder, der das kennt, der weiß, wovon ich rede. Man will mich jetzt natürlich wieder auf lustige Art und Weise mundtot machen, so nenne ich das. Verwirren, damit ich wieder Müll laber und bla bla bla. Auf jeden Fall, Leute, probiert es einfach mal aus. Nehmt ein bisschen Draht, am besten Silber, Kupfer, zieht es schön straff über euren Sitzplatz durch die Wohnung und bringt ihn in Schwingung. Und schon habt ihr einen Störsender. Ihr merkt das auch körperlich sofort, also die Stellen reizen dann aus, wo die Laser fixiert waren, wie ich schon gesagt habe, es kribbelt oder brennt. Natürlich wollen sie danach auch gleich wieder richtig ansetzen. Jetzt soll ich. Hat einer gemacht. Ach, ist das lustig. Wollen Sie mich wieder erschrecken? Noch einen schönen Schuss in den Hinterkopf. Ach, naja, wie gesagt, seht euch meine Seiten an. Ich werde das nach und nach, wie ich das schaffe, beschreiben. Es kann ja nur noch besser werden. Dadurch. Nur wie gesagt, ich mache mir halt nur Sorgen, dass man einfach meine Seiten irgendwann mal löscht. Oder eher gesagt, mich tötet und dann meine Seiten löscht. Ich meine, das muss ich jetzt mal erinnern. Winnenden war es ja, haben einige gesagt, genauso, dass der Abschiedsbrief im Internet erst Stunden nach dem Anschlag
ins Internet gestellt worden. Also sozusagen wahrscheinlich eine andere davon Kenntnis hatten oder dies auf ihre Art verwischen wollten, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, wie genau was da dran ist. Auf jeden Fall mache ich mir da schon Sorgen. Leute, seht's ein, glaubt einfach an uns Opfer. Wir brauchen eure Unterstützung. Sehr dringend.